Moin Moin und herzlich willkommen, liebe Eukalyptus-Freunde. Willkommen zurück bei Subnautica. Wir waren in der letzten Folge ja einem, sagen wir mal, zum Scheitern verurteilten Rettungsversuch aus. Versuch ausgesetzt. Das nehme ich gerne an mich. Haben wir hier eigentlich schon. Oh ja, da haben wir jede Menge Scheiß drin. Lithium kann man in jedem Fall schon mal. Ach komm, wir packen da rein, was wir haben. Ganz ehrlich. Wir nehmen ja auch alles mit, was wir irgendwie kriegen können. Die drei Alien-Würfel, ja bitte. Du kannst da mal. Dich brauche ich überhaupt nicht. Da sind schon etliche Eier drin, dann können wir das hier auch dabei werfen. So, der Rest. Ich eigentlich erstmal okay. So, lass mal ganz kurz gucken. Wir haben hier nur die zwei Räume festgelegt. Ich weiß nicht, ob. Ja, nee, wir werden wahrscheinlich. Wir werden. Nee, wir werden garantiert nicht hier auf Dauer bleiben. Von daher lohnt sich das eigentlich auch nicht, die Base hier größer auszubauen. Das können wir nachher in der Tiefsee machen. Aber jetzt als allererstes hören wir mal hier, was das Neues gibt. Was sagt der Flurfunk? Klingt nicht gut. Analyzing, sharing subject locations with other agents. What? Nein. Geh mal weg. Hatten wir eigentlich noch irgendein. Ne, wir haben kein Signal mehr, was mal, wo man mal irgendwie. Also. Aber wir haben die Degassi-Basis, da können wir eigentlich ja mal hindüsen. Lass mal ganz kurz was gucken. Nope. Wir können aber hier. Die Seemorte. Die Gassi-Basis, die vermutete. Wo bist du? Da! 250 Meter. Naja, wir können ja trotzdem. Wir können ja aussteigen. Also das. Welcome aboard, Captain. Ja. So, dann lass uns mal. Ich sehe das mit dem Blauen nie. Da die Richtung. Muss das unbedingt gleich abändern von der Farbe her. Haben wir eigentlich noch. Ja, wir haben noch hier noch Wasser dabei. Nahrung. Ja, brauchen wir jetzt im Moment noch nicht so 100% dringlich. Was haben wir denn da? Seegleiter. Ne. Witzlos. Seegleiter haben wir schon. Das gibt nur Titan. Da. Ich muss das mal abändern. Das ist ja ganz schrecklich. Hier gelb fällst du auf? Ja, das fällt auf. Hui. Das ist nur Schrott, der da rumliegt. Moment, wo ist die? Oh, das ist böse, böse Gebiet. Könnte. Naja, wir gucken einfach mal. Wir werden ja nicht direkt zerhäckselt. Auch wenn wir auf böse, böse ganz gefährlich treffen, werden wir nicht sofort zerhäckselt. Und wir können die Motte ja auch jederzeit wieder reparieren, wenn es denn dann wirklich hart auf hart kommt. Ja, Strahlung. Wir haben aber den Strahlenschutz dabei. Auch wenn das nur der Helm irgendwie ist und. Ich keine Ahnung habe, wie uns das retten soll, aber egal. Wir haben den Helm. Oh, Mineralien. Blei, sehr gerne, sehr gut. Immer her damit. So, wieder ab in die Motte. Mal. Ja. Ja, wir sind ja direkt bei der Motte. Da gibt es hier frische, gute Luft drin. Das können wir mal in einem scannen. So, dann weiter runter. Also,
irgendwas Ekliges. Da, da unten ist die Base. Ja. Ja. Ja, alles klar. Das. Ja. Wir beeilen uns. Ja, wobei, das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Was haben wir da? Stase-Gewehr. Ja, wir haben jetzt... Hat ganz so einfach ist das nicht. Wir gucken mal. Wir düsen jetzt mal gerade erst zurück und uns nochmal frischen, sauren Stoff holen. Ja, können wir noch einen kleinen Meter vielleicht... Jetzt sollten wir aufhören mit dem Quatsch. Wir sind nur noch bei 70%. Wir müssen unbedingt mal reparieren. Nein. Stopp. So, das können wir ja Gott sei Dank relativ easy tun. Können wir den... Ja, dann haben wir Strahlung. Scheiben. Aber die Strahlung ist jetzt, glaube ich, noch nicht so heavy. Hier, aus. Ach Gott, jetzt müssen wir hier auch noch aufpassen. Ist da ein Riss drin? Nope. Hier haben wir der. Modifizierstation. Ja, hätte ich gerne. Lebende Wand, das haben wir auch noch nicht. New Blueprint acquired. Wo kommen wir denn hier rein? Was haben wir da? Noch eine Modifizierung. Also noch ein Teil der Station, aber es sind insgesamt drei Stasegewehr, glaube ich. Haben wir doch, oder? Naja. Er hört sich sehr ungeil an. Ich muss zurück zur Motte. Und dann trinken wir uns ein und dann gehen wir nochmal runter. Hui. So, dann ein reingeschüttet. Wir schütten direkt mal zwei. Und dann hier mal wieder raus. So, da ist abgerissen. Hier müssten wir doch reinkommen. Ja, tun wir auch. Da haben wir noch ein Datenpad. Integrating new PDA data. Die geben wir uns wieder ein bisschen später. Erstmal gucken wir uns hier um. So, hier irgendwas hier scheint das. Der ist sehr wichtig. Oder beziehungsweise die, nicht der. Dann hat sich eigentlich das alles auch schon gelohnt. Das war schon eine 10 von 10. Ich muss ein bisschen mit der Luft aufpassen. Das könnte sonst sehr übel enden. Da haben wir noch einen USB-Stick, den nehme ich auch gerne mit. Ein Bett. Machen wir auch noch irgendwas? Nein. Ich glaube, die britzeln einen, wenn man da dran kommt. Deswegen halten wir da. Versuchen wir ein bisschen Abstand zu halten. Kommen wir da auch hoch? Ja. Auch noch ein Pad. Integrating new PDA data. Ja, jetzt wird die Sache ein bisschen knapp. Hier. Nein. Scheiße. Da. Scheiben. Naja, jetzt wissen wir auch wenigstens. Jetzt haben wir wenigstens auch gesehen, wie das aussieht.
bin in die Links gerannt, in die, sag schnell. In dieses Quallengestrüpp da, Herrgott, nochmal. Schwieriges Wort. Ich hole mal unterwegs noch was zu essen mit. Kleiner Snack für zwischendurch. Du kommst auch mit. Du kommst auch mit. Ja, jetzt muss man natürlich ein bisschen tauchen. Das ist nicht schön, aber das ist halt eben jetzt einfach mal so. Denn die Motte kommt nicht zu uns. Aber ganz im Ernst, wir sind da in einer Region, da ist das jetzt noch nicht so ein Drama. Also wenn wir an groß, gefährlich und böse vorbeikommen, ist das alles kein großes Ding. Aber groß, gefährlich und böse dürfte hinten beim Triebwerk sein. Da kommen wir jetzt so, glaube ich, noch nicht direkt hin. Wobei, das stimmt so nicht. Ich hatte die auch, glaube ich, mal hier vorne rum irgendwo. Da hat sich mal einer hin verirrt gehabt. Oh, da vorne geht's abwärts. Ich muss auch den Seegleiter, muss ich mal ein Pack neue Batterien gönnen. Genau deswegen geben wir jetzt mit dem Ding noch ein bisschen Gas. Ja, wie gesagt, hier ist halt jetzt alles noch kein so großes Drama. Aber jetzt müssen wir da hinten nochmal rein, denn wir haben mit Sicherheit ein paar Sachen verloren. Da hinten ist auch noch irgendwas. So, da ist die Basis. Dann ab geht's. Jedes Mal mache ich es falsch rum. So. Da geht's rein. Wir waren ja auch gar nicht so weit weg. Das müsste doch hier irgendwo gewesen sein. Waren wir hier oben? Ja, ne? Ja, irgendwann verlierst du da einfach so ein bisschen die Übersicht drin. Da. Hier waren wir. Da ist nämlich auch das Blei. Es ist natürlich ein bisschen gemein, wenn es hier so zwei Tuben gibt. Oder runter kannst. Wobei, da ist die andere. Also, eigentlich mal hättet sehen können. Hier kann man nicht durch, gell? Hier ist aber sonst nichts. Hier war sonst auch nichts. Nein. Ich muss unbedingt ein bisschen vorsichtiger sein mit denen. So, raus. Den möchte ich nicht unbedingt um mich haben. Wobei der noch nicht so dramatisch ist. So, erstmal Luft holen. Dann essen wir uns einen Fisch. Wir essen uns noch einen Fisch. Die sind zwar jetzt nicht so nahrhaft, aber naja. Da hinten haben wir noch was. Da. Ne, das hat es nur so ausgesehen. Aber auf den Plattformen hier findet sich eigentlich immer irgendwelcher coole Scheiß. Naja, eine Batterie halt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Art von coolem Scheiß, die ich gerne gehabt hätte, aber immerhin. Kann ich dich scannen, wenn du schon da so... Nein, schade. Ich gehe lieber zurück zur Motte.
können wir ja vielleicht hier so oberhalb. Können wir ja vielleicht hier so oberhalb ein bisschen entlang tingeln. So ab der 198er Grenze oben. So, dann bleiben wir mal auf derselben, so ziemlich derselben Höhe. Da war doch auch noch irgendwas, oder? Nee. Ja. Da müssen wir ein bisschen edgy sein. Ja. Ich will auch jetzt nicht zu viel riskieren. Dann schon wieder nur noch bei 80. Korrektur 100. So, gab es hier sonst noch irgendwas Spannendes? Lass mal gucken. Es sieht jetzt nicht direkt so aus. Ja, mal wieder. Na je. Aber hier haben wir auch wieder heftiger Strahlung. Ne, jetzt sieht so aus, als hätten wir hier soweit alles abgefrühstückt. Na, oben rein. Und noch ein Health Pack reinwerfen. Ja, bis dahin reicht das Licht nicht. Wir gehen gucken. Ne, das ist die Basis, bei der wir ja, das ist die, wo wir waren. Da haben wir sonst auch nichts. Ja, jetzt kommen wir wieder in den radioaktiven Bereich. Ja. I know. Ne, hier ist sonst tatsächlich nichts. Das ist gut, da können wir hier aus dem Elend auch wieder raus. So, Fischli noch mitholen. Nicht? Doch. So, jetzt müssen wir hier nur wieder rausfinden. Wo ist die Base? War die denn jetzt? Die war da in der Richtung, gell? Ich bin Mac. Ja. Ja, ich weiß. Ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Das kann einen hier ganz schnell den Hals kosten. Da ist die Basis. Dann können wir ja hier locker hoch. Ja, hier kommt es hier an. Da sehe ich noch Mineralien, die möchte ich gerne haben. Kupfer. Noch mehr Kupfer. Also, dass wir hier unten Blei gefunden haben, ist schön. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen... Ja. Ich wünschte, wir hätten ein bisschen mehr davon gefunden. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Nee.
Es gab hier auch noch, glaube ich, irgendwie so eine Pflanze, die auch so lustig geleuchtet hat, die konnte man mitnehmen. Die war sogar, glaube ich, ganz gefährliches Halbwissen, war eigentlich sogar ganz nützlich. So. Das Problem ist, unsere Signalboje haben wir immer noch nicht. Das heißt, wir müssen jedes Mal zurück hinten zum Pott. Ja, das nehmen wir mal mit. Quarz ist eigentlich immer eine coole Geschichte. Und dann mal da. Laserschneider, der ist auch wichtig. Nehmen wir. Da fehlen uns aber noch so zwei Teile. Zwei ganze Teile. Was haben wir da unten denn noch? Das sehe ich jetzt erst. Laserschneider. Der Titan. Titan ist eigentlich so das Letzte, was ich im Moment brauche. Blei, sehr gut. Ein bisschen Kupfer. Ah, ich frühstück das nur kurz ab, wenn ich sowieso hier bin. Haben wir noch Silber, sehr geil. Und dann hat sich das hier auch schon erschöpft. Da hinten ist noch ein bisschen was. Klack. Klack. Silber, jawohl. Ich muss ein bisschen auch den Sauerstoff mal so langsam im Auge behalten. Noch mehr Blei, sehr gut. Ja. Sollte ein wenig Gas geben. Schön, dass hier so viel Sauerstoff drin ist. Oh, noch einen. Vorsicht, nicht vor die Motte schwimmen. Das gibt einen blauen Fleck. Oh, nichts mehr drin. Oh, nichts mehr. Ne, das sieht dann so aus, als hätten wir hier alles so langsam aber sicher abgegrast. Ja, ziemlich. Jo, da ist der Pott. Dann düsen wir da mal auf. Dann düsen wir da mal hin. Platsch, der muss sich schon mal keine Sorgen mehr ums Abendessen machen. Genau, irgendwas Spannendes. Ich schon gerade hier bin. Ne. Leider nicht. Hier noch irgendwelche Kisten vielleicht. Das fehlt mir noch, dass du mir jetzt in die Seite fliegst. Ne. Keine Kisten mehr. Schade, Schokolade. Da vielleicht nein. Wollen wir mal an Bord. Wir haben einen Fisch mitgeholt. Wir haben auch ein bisschen Hunger. Ich glaube, ich gehe uns mal noch ein Abendessen zusammenstellen. Erstmal, wir brauchen Wasser. Du bist auch Wasser. Dann haben wir noch was zum Knuspern. Fishwings. Da haben wir nochmal Fishwings. Voll? Nö.
So, dann kochen wir uns was. Einmal erstmal Wasser, erstmal ausquetschen. Stell ich mir irgendwie. Es tut mir leid, ich stell's mir irgendwie witzig vor, den Fisch da auf so. Weißt du, so eine Fruchtpresse zu deuen. Das ist aber auch nur so ein bisschen mein kranker Humor. Oculus. Ach, das ist der aus dem tieferen Teil. Selber Fisch heißt nur ein bisschen anders. Praktisch. So, Knusel, Knasel, Kniesel. Leben haben wir voll, dann trinken wir uns noch einen hinterher. Oder zwei. Haben wir hier eigentlich noch. Ja, hier ist noch Müll drin. Das nehme ich mit. Nachricht haben wir keine. Dann wieder raus. Ist hier noch irgendwie. Stopp. Ist hier noch irgendwie was drin? Ja. Die können wir mal so langsam aber sicher. Oh. Die können wir mal so langsam aber sicher leer machen, wollte ich eigentlich sagen. Da ist nichts mehr drin. Da ist auch nichts mehr drin. Also jetzt nur noch da. Jetzt sind wir natürlich wieder im Dunkeln. Jetzt sehe ich natürlich wieder nicht, wo wir da dran sind. Da, darüber. Hä? Was ist denn jetzt los? Oh, jetzt. Weiß nicht, die hat irgendwie gerade nicht richtig aufgesetzt. Das war ein bisschen merkwürdig. Aber das passiert schon mal. Bäh. Merkwürdigkeiten, damit werden wir ja relativ einfach fertig. Oh nein. What are you? Ein Koala. So, müssen wir nur die Röhre wieder finden. Müsste ja gleich hier eigentlich irgendwo kommen. Oder ist. Ne, die ist noch ein Stück weiter hinten, gell? Ich kann mir das aber auch einfach nicht merken. Ich bin gerade maximum verunsichert. Ich hätte jetzt gedacht, wir sind da hinten bei den Seegrasfeldern. So, auch Seegrasfelder und das war irgendwo hier am Rand. So einem halbwegs ebenen Stück. Ja, ich baue mir gleich echt eine zweite Motte einfach nur als Wegpunkt. Das ist zwar völlig die Materialverschwendung, aber können wir ja nachher wieder rück. Ne, die Motte können wir nicht rückbauen. Oder? Kann man? Ich weiß es jetzt ehrlicherweise nicht. Mal Licht anmachen. Ja, ich bin eigentlich der Überzeugung, hier müsste irgendwo die Röhre sein.
Es wird wieder hell. Da. Nee, das hier war das Antriebsteil. Was ist das? Das ist neu. Das ist aber auch das Blöde, wenn du das hier nicht regelmäßig spielst. Also, wenn du da nicht dran bleibst. Du kannst ja das dann, oder zumindest geht das mir so wahnsinnig schlecht. Also ich habe sowieso eine Orientierung wie eine Bockwurst, aber dann kann ich mir das wahnsinnig schlecht merken, wo hier was ist. So, da müsste die Aurora sein. Ja. Hier vorne in dem Gebiet war die Röhre nicht. Aber hier sind wir schon im tiefen Gewässer, ne? Ja, ja, hier sind schon diese schwebenden Inseln da. Da sind wir zu weit. Bäm. Na, schade ist, dass der Segleiter nicht auf dem Radar sichtbar ist, sonst. Also hier in der Welt sichtbar ist, sonst hätte ich den da abgestellt. Da ist wieder das Triebwerk. Da sind wir. Wir waren zu weit. Okay, wir sind vorne beim ersten. Also bei den ersten Seegrasfeldern. Welcome aboard, Captain. Ja, danke schön. Ich kann nichts mehr nehmen. Haben wir hier noch Platz drin? Überhaupt nicht. Haben wir hier noch Platz drin? Jo. Damit ist der Spaß auch schon wieder rum, aber wir können uns hier noch einen neuen Schrank basteln. Oh, wir können auch den. Ich zeige dir gleich, was ich meine. Ich weiß, ich drücke mich wieder nur mit Halbsätzen aus. Es tut mir leid. So, das mal erst hier rein. Wir können diese Entsalzungsanlage basteln. Da wollte ich gerade hin. Das sind die Melonas. Die können wir eigentlich... Kleine Melone. Die ziehen wir uns nach. We try it zumindest mal. We try it hard. Jetzt können wir uns das wieder nehmen. Den Scanner müssen wir auch gleich mal austauschen. Hier sind... Das sind auch Batterien, wenn ich mich nicht schwer irre. Ah, hier. Jawohl. So, die leere Batterie werde ich natürlich aufbewahren, für wenn wir die Ladestation kriegen.
6%. Huch. So, die Entsalzungsanlage. Wo soll man die denn noch hinknallen? Hier ist überhaupt kein Platz mehr. Oder Moment, können wir die noch da dazu stellen? Ich will nur wissen, ob das funktioniert. Ja. Kupferdraht und Aerogel. Ja, Aerogel, das glaube ich war das auch. Das werden wir noch, glaube ich, eine ganze Weile... Obwohl, warte mal. Die Floater, glaube ich... Kann man da nicht auch aus denen herstellen? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Kupfer war das, warte mal. Jetzt muss ich nochmal gucken gehen. Sorry, ist, wenn so viele Gedanken aufeinander prallen. Titan, Kupferdraht und Aerogel. Drei Titan, eins Titan. Zwei Titan, Kupferdraht. Drei Titan. Dann gehe ich mir jetzt mal gerade... Oder warte mal, habe ich... Habe ich das Rezept dazu? Das ist belastend. Das ist jetzt belastend. Wir haben das Aerogel noch nicht als Rezept. Das heißt, ich weiß nicht, ob man das aus den Floatern herstellen kann. Und selbst wenn man das kann, können die das im Moment nicht bauen. Schwierig. Gut, dann müssen wir das noch ein bisschen aufschieben. Oh, noch ein Signal, nein. Ja, die Blueprint kann ja ruhiger bleiben, das ist ja jetzt nichts Tragisches. Haben wir denn sonst noch irgendwas, wo wir gerade hindüsen könnten? Die Rettungskapseln, die haben wir ja quasi abgefrühstückt. Die Legacy-Basis, die wird uns auch gar nicht mehr angezeigt, gell? Ne, ich glaube zumindest nicht. Nope. Das heißt, die haben wir auch abgefrühstückt. Treffpunkt mit der Aurora, ja... Nicht wirklich. Was bist du? Ja, ich weiß sogar, wer das ist. Ich glaube zumindest. Ich weiß es aber nicht. So, Überlebende der Degassi. Das hatte... Ach so, das haben wir ja noch gar nicht hier lesen. Dann lass uns das mal kurz durchgucken. Also erstmal haben wir Baupläne. Schubkanone. Lasergewehr. Quatsch, Stasegewehr. Nicht Lasergewehr. Blödsinn. Außenbeetkasten... Das habe ich ehrlicherweise noch nie so wirklich kapiert. Ich glaube, das ist nur für Pilze. So, Innenbeetkasten ist klar. Die haben wir ja schon da drin. Modifizierungsstation. Fabrikator für Rohmaterial. Ja, was brauchen wir denn dafür? Wollen wir gleich mal gucken. Pflanzkästen und Töpfe. Ja, Scheinwerfer auch schön. Schrott. Schrott, Entschuldigung, nicht Schrott. Wasserfiltersystem, ja. Energie, Bioreaktor, den haben wir ja gebaut. Den müssen wir übrigens mal befüllen, dann müssen wir nochmal Zeug reinwerfen. Wärmekraftwerk, ja, brauchen wir aber jetzt noch nicht, sondern erst später die Motte. So, Bad Torgals Aufzeichnungen, diese Welt, was haben wir denn da? I thought it might get claustrophobic living underwater. Father feels it is. He'd tell me it was childish, but I stare out the window and sometimes I think how lucky I am to see this world up close. Back on the island, I wouldn't have believed the creatures that live down here. The fish, they glow. There's one that's 90% eyeball. Snakes twice the length of a habitat compartment. Certainly, it's not all friendly. Most of the plant life is toxic. Learned that the hard way. But
I've managed to coax some marble melons into growing indoors. And when they don't cover our dietary needs, well, we eat the fish themselves. It's a bit gross, but it's nothing they wouldn't do. I've been attempting to document my findings. Father approves. He says, understanding is power. That the more we know about this planet, the more we can use it to our advantage. I'm just doing it because it's fun. It's not easy without proper equipment and network access, but the old-fashioned way, observing, taking notes, testing theories, shows me the world in a way a spectroscopic analysis never could. Lately, I've been watching the crab snakes. They ambush their prey as it tries to feed on the mushrooms they hide in. What they don't eat settles on the seabed, which fertilizes the mushrooms, which feeds the herbivores, and so the chain continues. Co-evolution gives me the fuzzies. Jo. Und dann haben wir Bart Torgals Aufzeichnung, die zweite. Something incredible just happened. Since we're down here, I had this plan to build equipment and study the life forms we were encountering, but I didn't have enough enameled glass. So, I started looking for a natural substrate that would strengthen the glass we have. And those stalker teeth we've been finding fit the bill. Only, well, we needed more. That's when Marguerite got interested. She actually listened to me. More than I can say for Father. And I worked up the courage to talk about my more tentative theories. When I told her they were attracted to metal deposits, that their teeth get dislodged when they pick them up, her eyes narrowed and she dashed out of the room. 3 hours later, she came back, her pack loaded down with stalker teeth. I asked her about it. She shrugged and said my theories were good. Said she had the meeting out of the palm of her hand. I think she meant it literally. She is incredible. She went out to the kelp forest armed with just a heat blade and went fin to fin with a pack of stalkers. On the one hand, that is the coolest thing I have ever heard. On the other, well, I hope the stalkers didn't come off worse than Marguerite did. She had a huge gash on her forearm. I don't think things went as smoothly as she made out. And what's the point in surviving here if we have to kill everything that makes it so wonderful? I wish I knew more about these animals, but Father won't let me leave the habitat. Maybe with all this glass, we could build a containment unit and get up close to them. Möglicherweise. Wir haben dann eine neue Benachrichtigung. Gucken wir direkt. Son, there is always a pecking order. And in our world, money makes a hierarchy. I pay Maida a fraction of what I pay you, and you a fraction of what I pay me. If money makes the hierarchy, why is Marguerite making the decisions? We need her. We let her think what she likes, so long as she does what she's told. What if she doesn't? For enough money, she will. People always do. Ja, das ist eine finstere Einstellung, aber tatsächlich ja nicht abzustreiten. So, Anmeldungen haben wir sonst nichts. Dann lass mal gucken, was haben wir hier? Sprechen Sie bitte jetzt. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there, so Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, well, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... if she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. Das war eins der unnötigsten Gespräche aller Zeiten, aber immerhin haben wir den Code gekriegt. Dann sollten wir vielleicht... sollten wir wirklich zur Aurora rüber. Eigentlich hätte ich zumindest gerne den Laserschneider dafür. Bin nicht vollends überzeugt, wobei die Aurora ja auch immer noch strahlt. Auch mal wieder reparieren. So. Welcome aboard, Captain.
Oh, da haben wir auch nur noch 50% drauf. Das ist alles nicht mehr so das Yellow from the Egg, wenn ich das mal so sagen darf. Hochsicherheitskonsole, ja. Quartier des Captains. Wir können probieren, aber ich weiß nicht, wie weit wir damit kommen. Ich glaube, wir kamen über die Frontseite da dran. Das ist aber dann auch schon so ein Gebiet, wo es nicht so ganz ohne ist, hinzugehen. Ich bin mir zwar jetzt im Moment nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, die groß, böse und gefährlich sind rund um die Aurora. Also definitiv wissen tu ich vom Heck. Ich weiß, da habe ich immer einen riesen Bogen drum gemacht. Wir machen eine kleine Inspektionsrunde. Wenn man uns aufs Korn nehmen will, da können wir ja immer noch weg. Oh. Was haben wir denn da? Komme ich da nicht rein? Hier vielleicht? Bist du? Ach so, du bist hier offen, okay. Das nehme ich gerne mit. Warte mal hier. Raubtier-Täuschkörper. Ist jetzt nicht das Falscheste, auch wenn ich mich jetzt nicht bewusst erinnern könnte, dass ich die groß genutzt habe. Aber warum nicht? So, da ist die Aurora. Hier war noch, glaube ich, jede Menge Trümmer irgendwie rundrum angesiedelt, aber ich sehe halt im Moment auch so gut wie nichts. Was bist du denn? Diamond. Nehme ich. Nee, Quarzwort. War kein Diamant. Lifeform readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Tja, da kann ich herzlich wenig dran tun, sag ich mal. Hat eine ganz schöne Bauchlandung hingelegt, die Aurora. Ja. Ah, das reicht. Na toll, wie gut, dass ich nicht noch groß... Ich nicht noch großartig Nahrungsmittel mitgenommen habe. Wieder vorbereitet, erster Klasse. Ich hasse diese Spinnen, ich hasse sie so sehr. Haut doch einfach ab. Haut doch einfach nur ab. Weg. Du auch weg. Du bist tot, ne? So, was haben wir jetzt hier? Flutlicht.
Naja. Wenn das da ist, okay, aber ach so, ja, ach. Stimmt, dafür brauchen wir die Schubkanonen. Oh, ich hasse es. Stirb, stirb. Oh, nicht noch. Oh. Die sind aber auch so was von nervtötend. Da kommen wir nicht hin, schade. Ich war. Dafür brauchen wir die Schubkanone. Mann, das ist jetzt blöd. Ja, da kommen wir so nirgendwo hin. Schade. Was haben wir denn da? Locked. Können wir die Schubkanone denn überhaupt bauen? Oder brauchen wir dafür noch irgendein... Ja, natürlich brauchen wir dafür noch einen Teil. Mist. Gut, dann müssen wir weiter erkunden. Dann wieder ab ins kühle Nass. Da kommen die Arschlöcher wieder. Jetzt mal weg hier. So, da bin ich wieder. Entschuldigung, da kam mal wieder Telefon dazwischen und ja. So, wir waren gerade noch. Wir waren gerade noch am gucken, ob wir hier wenigstens noch irgendwas zum Bauen finden können. Also sprich irgendwelche Blaupausen. Haben wir da unten? Ne, das ist Müll, das ist Schrott. Da haben wir noch eine Kiste. Da haben wir auch noch irgendwas. Salz ist langweilig. Da haben wir noch eine Kiste mit einem Health Pack. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Rein. Müll und Quarz nehme ich auch mit. Da haben wir noch Mineral. Le Kupfer. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ist alles nur Schrott. Kupfer. Da haben wir eine Kiste. Schubkanone, ja. Oh ja. Aua, aua. Aua. Schnell. Geh mal weg. Stinkender Arschfisch. So. Eine Schubkanone ist schon mal 10 von 10, das wir so haben. Ja, ich weiß. Da sollten wir auch noch gucken, so langsam. Haben wir noch eine Box? Da ist auch irgendwas drin. Nur eine Schubkanone, aber die haben wir ja jetzt. Richtig? Richtig. Oh, jetzt wird so ein bisschen Stress. Ach, scheiße, wir haben gar nichts. Ja. Oh! Ach du Kacke. Ja. Ich lass mich doch einfach gehen. Das ist groß, böse und gefährlich übrigens. Das war jetzt nicht das Cleverste, was ich hätte tun können. Nix wie weg hier. Guck mal auf die Lebensanzeige. 17 Hülle.
Wir sollten hier ganz, aber ganz, ganz schnell weg. Ist mir... Oh Gott, da ist noch einer. Warum nicht zerreißt das nicht die Motte, der kleine Exkurs hier? Der holt uns gleich auf die Speisekarte, da bin ich aber sehr sicher. Wir müssen hier sofort weg. Natürlich kommen wir damit ausgerechnet an dem seiner Haustür vorbei. Jetzt sollten wir aber so langsam wieder im sicheren Fahrwasser hier sein. Es tropft doch nur so ein bisschen rein hier. Auf jeden Fall gleich eine der Sachen, die wir ganz schnell machen müssen, ist reparieren. Haben wir wieder ein Notsignal. Also im Moment ist Polen offen, könnte man sagen. Wir haben keine Hülle mehr. Wir haben nichts mehr zu trinken, wir haben nichts mehr zu essen. Das sind Top-Bedingungen, sag ich dann nur. Top-Bedingungen. Ah, die kleinen Fischchen machen keinen Schaden, das ist jetzt nicht das Schlimme. So, jetzt unbedingt reparieren. Ja, nur die Ruhe. So. So, dich nehme ich mit. Wo waren denn die Bubblefische überhaupt? Ich sehe gerade keinen einzigen. Da. Mike Glotzkowski Gedächtnisfische sind zwar auch sehr lustig, aber die geben halt kein Wasser. Die Bubblefische. Ja. Mach doch einfach noch mehr Stress. Mach doch bitte noch mehr Stress. So, dann einmal Wasser wenigstens. Dann den. Gekochter Klubscher, ja. Das ist der Oculus. Den. So. Dann haben wir aber auch hier mehr als hier noch Nahrung. So, dich esse ich. Vital signs stabilizing. Dich esse ich. Na, die zwei hier haben wir eigentlich umsonst gekocht, aber so da drin zu lassen wäre Unsinn. Also überfressen wir uns einfach mal eine Runde mit Fisch und gucken mal nach den nächsten Bubblefischen. Dann gucken wir uns noch das Note-Signal an und ich würde sagen, dann machen wir Feierabend, wa? Weil sonst wird das wieder so Kilometer und ewig viel zu lange Folge. Ich musste zwar wahrscheinlich sowieso schon ein bisschen schneiden, weil eben noch Anruf gekriegt.
Ja, aber das war wenigstens mal ein wirklich wichtiger Anruf. Weißt du, mir ist, ja, das ist mir nicht wirklich um die Ohren geflogen, aber mir ist das Handy kaputt gegangen. Gut, das Ding habe ich auch jetzt schon eine ganze Weile und der Akku hat dann irgendwann jetzt gesagt, nö, nö, keine Lust mehr. Und ist dann mal sehr, sehr heiß geworden, Gott sei Dank. Ja, Ding schnell genug von der Ladestation gezogen und ja. Da ist jetzt auch nicht ganz einfach, einen alten Akku wieder zu kriegen. Vor allem, wenn die seit 5 Jahren nicht mehr gebaut werden. Aber ich brauche halt die Daten davon. Und ja, wenigstens kriege ich es jetzt am Montag wieder. Keine Bubblefische mehr hier. Nee. Da ist noch einer. So, dann pressen wir uns die noch aus. So, wunderbar. Dann rein damit in den Hals. Dann brauchen wir einen Schnitt. Na, ist egal jetzt. So, dann haben wir das. Dann hören wir uns noch an, was wir jetzt, was derjenige zu sagen hat. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us. And I don't know how long we're gonna last. We're close to the crash site, so bring radiation protection. 4 out. Ja. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Ich sag mal so, die haben wir gefunden, bevor die Nachricht kam, wenn ich mich recht entsinne. Müsste der ja sein, der da so quasi mit dem Bauch nach oben treibt. So, ansonsten haben wir so noch irgendwas Spannendes. Die Schubkanone, ja, können wir in der nächsten Folge bauen oder haben wir noch, nein, haben wir nicht. Gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Hätten wir jetzt noch ein Silber gehabt, dann hätte ich gesagt, komm, basteln uns die hier noch gerade zurecht. Aber so auf die Art und Weise geht natürlich auch. Dann düsen wir, oder ich düse in der nächsten Folge zurück zur Basis, die da so in dem Großraum irgendwo sein sollte. Und dann bauen wir uns die Schubkanone und dann gehen wir nochmal zurück auf die Aurora, denn dann kommen wir da auch rein. In diesem Sinne, liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen jetzt Feierabend an dieser Stelle. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, also noch ein schönes Restwochenende von dem. Und eine schöne neue Woche. Und ja, da bleibt mir eigentlich nicht viel weiter als ich wünsche euch trockene Füße und wie immer einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Ciao, ciao. I'm attempting a controlled descent. Sunlight. I've been dreaming of it for months. But it's hard to enjoy alone. The crash seems so long ago now. Father was right. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. Marguerite and Father are already part of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view.